Das bringt mir was? Das sollte man mal überprüfen, ne? Pff, nö. Schwachsinn. So was muss man. So, alle repariert. Ah, Rückkehr zur Landezone. ausgezeichnet. Dann fahrt jetzt wieder rauf. Ladida, ladida. Na komm. Oh, wie sie auch an den kleinsten Hindernissen und Gebäuden noch hängen bleiben. Einfach unbeschreiblich. Artefakte habe ich ja alle, Rückkehr ne? zur Landezone. Ich hoff's. Doch, ich denk schon. Vielleicht. Ja, doch. Positiv denken. Noch was zum Erforschen? Gib mir noch was, komm. Gib mir noch was. Gib mir noch Forschung was. abgeschlossen. Wie in der DDR hier gibt's überhaupt nichts, ne? Na, so. Paar Ossis diskriminiert. Können wir Rückkehr weiterspielen. zur Landezone. Ja, komm, mach das Ding platt. Psch, tot gewonnen. Fertig aus. Rückkehr zur Landungszone. Missionsziel erreicht. Ich mach lieber alles platt hier. So. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Die Untersuchung der Nestor-Zentrale lässt keinen Zweifel daran, dass das Kollektiv das Nexus-Eindringlingsprogramm dort eingeschleust hat. Die Energie des Reaktors sollte damals für den Betrieb eines großen Netzwerkes aus Computern aus der Zeit vor dem Kollaps verwendet werden. Die Untersuchungen zeigen, dass diese Systeme Bestandteil eines Kontrollsystems für die Nestor-Satelliten waren. Jetzt wissen wir, dass Nexus für den Kollaps verantwortlich war. In den frühen Phasen des Kollaps schalteten Nestor-Techniker die infizierten Systeme ab, um eine Verbreitung von Nexus zu verhindern. Dadurch wurden die Lasersatelliten während der Gegenschläge nicht abgefeuert. Die darauf folgenden elektromagnetischen Impulse löschten große Bereiche der Nestor-Speicherbänke, zerstörten den Kernprozessor und sandten Schockwellen durch Nexus. Somit wurden während der Gegenschläge ganze Bestandteile von Nexus-Bewusstsein ausgelöscht. Seit dem Kollaps haben Überreste von Nexus-Bewusstsein versucht, alle noch funktionierenden Speicherbänke zu lokalisieren und zu bergen. Diese Einrichtung gehörte dazu. Die hier gesammelten Informationen haben Nexus erlaubt, einen Teil seines Bewusstseins in ein intaktes Kontrollzentrum für Nestor-Satelliten zu transferieren. Wir empfangen Übertragungen von dieser Einrichtung, die in den Orbit gerichtet sind. Nexus hat wieder Verbindung zu den Nestor-Satelliten aufgenommen. Dies ist eine ernste Bedrohung für das Projekt und unser Überleben. Bringen Sie mit den Transportern eine Streitmacht zu dieser Einrichtung und zerstören Sie sie. Kehren Sie anschließend zur Basis zurück. Missionstimer aktiviert. Oh, Lasersatelliten. Das wird lustig. Oh mein Gott. Ist das wie in Command & Conquer, wo man es dann verhindert? Dass der Feind die Chronosphäre baut und es dann trotzdem hat oder so? Tja, ja, wahrscheinlich schon. Und warum steht mein ganz guter Commander so weit dahin? Wieso kann ich meinen guten Commander gar nicht auswählen? Okay, wir nehmen gleich wieder zwei Baufahrzeuge mit. Zwei Baufahrzeuge. Zwei LKWs, wollte ich sagen, habe ich gesagt. Genau, zwei LKWs. Ey. Ich habe voll korrekt gesagt, zwei LKWs. Okay, das dauert jetzt, glaube ich, einen Moment. Also einen kleinen Moment, ne? Möglicherweise, vielleicht. Okay, wir haben ganz viele Lancer, wir haben eine Kanone, wir haben... Wo bleibt mein Commander? Oh, sie lassen ihn einfach nicht durch. Das ist doch Sabotage hier. Oh, Verräter, fahrt weg. Was passt noch rein? 4, 1, 3, ja, nehmen wir doch noch einen mit. Oh, nein, wir nehmen noch. Was nehmen wir noch mit? Keine Ahnung, was fährt denn gerade so rum? Du, dich nehmen wir mit. Und vielleicht noch so wegen. Ach, nehmen wir noch einen Lancer mit, komm. Voll? Nein. Fahr darin. Darin sollst du. Oh, Verhalter, nein, komm.
Schrecklich. Ich soll mal meine Basis hier umbauen, glaube ich. Obwohl, verliere ich bald eh, oder? Wie viel? Ich glaube, 10 Missionen war es in der Beta-Mission? Ah, ich habe nachgeschaut, aber ich habe schon wieder vergessen. Und warum gibt mir schon wieder Rotradar-Daten? Wer zur Hölle ist rot? Kann mir das mal jemand erklären? Das wäre schön. Also, dann wüsste ich mal, wer was ist, ne? So. Oh Gott, die Mission. Oh, das sind ja noch mehr Hügel als vorher. Oh, geil. Feindliche Basis entdeckt. Fängt ja schon mal gut an hier. Okay, ich baue Teilungsanlagen. Ich soll auch die Shift-Taste gedrückt halten. Machen hier erstmal einen Platz. Da kommen dann die Reparatureinheiten hin. Einheiten, ja, genau. Okay, dann bauen wir da 3 Tourtürme hin. So, räumen erstmal hier ein bisschen auf. Oh, sondern die haben schon wieder Artillerie. Konstruktion abgeschlossen. Gehen wir jetzt schon das so auf den Sack, die Typen. Hab ich schon wieder Einheit? Oh Gott, ich schicke gar keinen neuen los. Bin ich bescheuert? Das hab ich jetzt total vergessen. Mann, sowas muss ich doch denken. Hör, denken, tun, denken. Ah, ja, genau. Was kommt als nächstes? Vielleicht sinnvolle Zusammenhänge bilden? Weniger Unsinn reden? Ach komm, das glaubst du doch selbst. Gebäude wird angegriffen. Boah, ja, die können schon damit allem zurückschießen, die Mistkerle, die elendig. Komm, werd fertig. Warum bauen die nicht alle auf einmal an einen? Konstruktion abgeschlossen. Hier bleibt ein wenig in Bewegung. Dann brauche ich so Reparaturdinge. Konstruktion so, hier abgeschlossen. Hier eins und. Hier eins. Ja. Dann wird erstmal gespeichert. Viel und oft. Oft und viel. Gibt's auch eine Schnellspeichertaste? Könnte ich mal nachschauen, ne? Das wäre möglicherweise nützlich. Boah, mit was schießen die schon wieder auf mich? Irgendwas Gemeinem, oder? Oh Gott, sind da viele Lancer. Och, du Scheißendreck. Fahr da mal. Fahr da weg! Fahr da weg! Es soll da wegfahren! Nein! Sterb bloß nicht! Boah! Oh, fahr da halt weg! Wie oft muss ich es denn noch befehlen? Ey, dann fast mein Commander geknackt. Reparieren lassen. Auf jeden Fall reparieren lassen. Was ist das denn jetzt für eine blöde Frage? Konstruktion abgeschlossen. Gebäude wird angegriffen. Damit habe ich jetzt fast schon gerechnet. Oh, und ich komme nicht mal dahin zum Reparieren, ne? Nein. Egal. Ihr seid repariert? Naja, fast. Stärkung braucht noch, ne? Und tschüss. Nein, es lebt noch. Es lebt noch. Moment, die können da. Können die da runterschießen? Ich glaube nicht, ne? Nee. Komm, bauen wir ab hier. Sinnvoller, als wenn ich das jetzt in die Luft sprengen lasse. Speichern, dahin. Gut, wir machen es wieder nach der alten Strategie von eben. Konstruktion abgeschlossen. Wir bauen als erstes einen CB-Turm. CB-Turm. Ah, da unten ist Platz, da ist Platz. Ah, zu blöd da rauf zu fahren, echt. Echt, nee. Oh, ich lege mal gleich mal rüber, weil sonst würde es ja eh nix. Bauen einen CB-Turm. Und Triple Raketenbatterie. Konstruktion abgeschlossen. Und wir wollen ja nicht so geizig sein. Deswegen bauen wir davon noch ein paar mehr. So, was ist da drüben noch? Feindbasis. Nein. Verstärkungen sind eingetroffen. Nur zivile Dinger? Oh, Moment. Ich glaube, können die davon. Oh. Na, das schieße ich lieber mal noch nicht kaputt. Abgeschlossen.
Es könnte möglicherweise sein, dass die da irgendwie dran festhängen, so wie ich bei meinen Einheiten da immer dran festhängen, 2 Stunden lang. Also, wir brauchen noch einen Commander. Luftabwehr nehmen wir mal irgendwas mit. Man weiß nie, ob man sie braucht. Und Lancer. Lancer sind immer gut. Lancer benutze ich immer noch, ne? Obwohl sie uralt sind. So, jetzt schauen wir noch, was er gegen meine kleine Raketenbatterie da unten macht. Mal schauen. Ah, kommt schon. Konstruktion abgeschlossen. Ah, geile Scheiße. Oh, fuck. Fahr da mal weg. Fahr da weg. Die gehen ganz schön ab, die da oben, ne? Oh Gott, jetzt bauen sie sich gleich wieder ein. Was ist sowas von? Ich sehe gleich bauen sie da was hin und... Konstruktion abgeschlossen. Ja, egal, ich schicke trotzdem lieber raus. Das wäre doch sonst nichts. Okay. Ach nee, da hinten kann ich es ja dann nicht reparieren, ne? Ja, boah, so halt. Wo fahrt ihr denn da rum? Bleibt mal schön da unten. Nee, keine Hektik hier, ne? Wir könnten ruhig ein wenig schneller schießen, fällt mir gerade so auf, ne? Dass man nicht umschalten kann, so. Gebäude wird angegriffen. Konstruktion abgeschlossen. Das wird noch sowas werden. Oh mein Gott. Oh, ich hätte ein bisschen mehr Verteidigung gebraucht, glaube ich, langsam. Ach, Ivo. Landezone nicht sicher. Naja, fickt euch ins Knie. Hopp, wacht halt mal. Konstruktion abgeschlossen. Die ziehen sich, aber hopp, zurückziehen. Sonst wird es ja wieder nichts. Hallo? Oh, was macht denn ihr da? Oh, ich glaub's einfach nicht. So bescheuert kann doch kein Schwein sein. Gebäude wird angegriffen. Na endlich. Ich hätte ein bisschen mehr Verteidigung hinbauen müssen. Ach, machen wir gleich. Jetzt kommen sie auch noch aus der anderen Richtung. Wie geil ist das denn? Konstruktion ab. Oh, sind das viele. Die ist sicher? Naja, also, wie ihr es sicher definiert, ne? Naja, danke. Oh Gott, jetzt kommen sie aber. Jetzt wollen sie es wissen, ne? Landezone nicht. Ach, schick dich dann nicht sicher. Landezone. Ja, genau, jetzt ist sie wieder sicher. Oh, fahr doch halt mal weg! Landezone. Mann! Es soll zu einer Reparaturplattform fahren, ihr Vollidioten, ihr selten Dämliche. Und ich kann halt echt nirgendwo eine bauen. Schießt halt auf die da, Mensch! Es ist doch wirklich nicht so schwer jetzt. Oh, Scheiße, sind da viele. Aber zum Glück. Und da kommt die Verstärkung. Pff, das ist ja hart jetzt. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, na? Wie gefällt euch meine Verstärkung? Gebäude schön, wird ne? Angegriffen. Euch schnell jemanden zuweisen. Bisschen wegfahren. Und danach muss ich hier dicht machen. Aber echt sowas. Da unten haben die noch eine Basis. Ach, fickt euch ins Knie. Wo eiert ihr denn schon wieder rum? Fahrt da mal weg. Hallo. Keine Reaktion. Keine Reaktion? Ich glaub's einfach nicht.